habe Millionärsautos in Minecraft gekauft. Einen richtig krassen Lamborghini und einen Bugatti. Oder doch vielleicht was anderes. Seid auf jeden Fall gespannt. Let's go. Das hier ist mein eigenes Autohaus in Minecraft. Ja, ich weiß, es sieht vielleicht noch nicht ganz so aus wie ein Autohaus. Aber ich habe hier vor richtig teure Autos wie ein Lamborghini, einen Porsche, Mercedes, BMW, alles zu verkaufen. Das soll das krasseste Autohaus in der Stadt werden. Nämlich ein richtiges Luxus-Autohaus. Aber das Problem ist, ich bin ja erst seit gestern hier. Und wir haben noch gar nicht so viel Geld. Das ist halt das größte Problem. Und zwar, ihr seht, wir haben ein 4 Netherite-Barren. Und zwar 4 Netherite-Barren entspricht auch gleichzeitig 4 Stacks Geld. Ich habe insgesamt echt wenig, Freunde. Ich habe extrem wenig, was sehr, sehr doof ist. Wir müssen das Autohaus weiter ausbauen. Wir können es sogar upgraden, wenn wir mehr Geld haben. Aber das müssen wir natürlich erstmal verdienen. Und wie verdienen wir am besten das Geld in einem Autohaus? Und zwar, wir müssen uns Autos kaufen. Und zwar deswegen will ich mich heute auf den Weg machen, irgendwo Autohändler finden, irgendwo Autos herbekommen, dass wir diese in unserem Autohaus anbieten können. Und hier vorne den Eingang und so werde ich natürlich auch noch alles ein bisschen verschönern, wenn wir ein bisschen Geld haben. Aber als erstes wollte ich erstmal in den Handwerker-Shop gehen, dass wir da uns vielleicht erstmal die ein oder anderen Sachen kaufen. Oder wir machen kurz einen Abstecher zu McDonald's. Und zwar, dieses McDonald's gehört ja iCrimex. Ich habe immer ein bisschen Hunger, Freunde. Ich habe noch hier dieses Fleisch, aber das bringt gar keinen Hunger dazu. Deswegen machen wir... Boah, Leute, guck mal hier, was Max verdient, Junge. Der verdient jede Sekunde einen Dollar. Ey, der Typ ist echt reich, ne? Der ist wirklich reich. Gibt es hier zufällig auch irgendwo irgendwas zum Essen hier, Leute? Käse? Wo gibt's denn hier diese Burger? Wo kann man sich hier Burger kaufen? Warte mal. Ich würde hier, Jeffrey, kann ich hier, hallo, ich würde gerne Burger bei dir kaufen. Wo kann ich hier bei Max mir Burger besorgen? Okay, hier sind die Toiletten. Ich will jetzt hier einen schönen McDonald's-Burger. So einen schönen Cheeseburger oder so. Das wäre schon gar nicht so was Schlechtes. Ey, Junge, der Laden ist voll. Aber... warte mal, wer ist das denn da? Hallo, ist da jemand? Ja, da war doch gerade jemand. Hallo? Ist hier jemand? Ey, Leute, ey, das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, dass das Alpha-Stein hier wieder irgendwo rumspinnt. So, gibt's hier vielleicht Burger? Hä? Warum? Hä? Leute, warum ist hier Geld drinne? Hä? Woher habe ich das Geld? Hä? Oh Gott, Leute, ich habe aus Versehen, glaube ich, bei Max ein bisschen Geld eingesammelt. La, 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 das hat keiner gesehen, Freunde. Wir verlassen einfach mal den Laden. War aus Versehen gewesen. Wenn Max fragt, der hat eh so viel Kohle, der kann uns ruhig ein bisschen was abgeben. Ich hoffe... Ey, Junge, beim Paulberger Laden ist ja auch übelst die Hölle los. Da geht ja richtig die Post ab. Okay, hier ist... Warte mal, ich glaube, das ist hier der Handwerksbedarfsladen. Und da werden wir jetzt mal reingehen. Und hier... gucken wir mal, was wir uns kaufen. Und zwar, wir können uns eine Pickaxe kaufen. Ich kaufe mir einfach mal eine Pickaxe, die kostet 15 Dollar. Geht eigentlich. Wir haben ja gerade ein bisschen mehr Geld. Da können wir uns eine Kettensäge kaufen. Die hole ich mir auch einmal, weil vielleicht haben wir noch irgendwelche Bäume, die im Weg stehen. Vielleicht so ein Bauarbeiterhelm, der scheint immer auch sehr wichtig zu sein, falls das uns nichts auf den Kopf fällt. Und wir brauchen natürlich ein... Oha, es gibt hier einen Bergbaubohrer. Junge, was ist das denn für ein Ding? Okay, das nehmen wir am besten auch mal. Haben wir jetzt ein bisschen Geld haben wir ausgegeben. Das hat uns ja der gute alte iCrimex gesponsert. Aber ich sag euch ehrlich, sobald wir unser Autohaus zum Laufen gebracht haben, werde ich Ihnen das Geld natürlich wiedergeben. Und wir gucken mal kurz, was das hier für Gegenstände sind. Wir haben jetzt hier einfach so einen riesen Bohrer. Ich glaube, damit können wir echt unser Autohaus upgraden. Dann haben wir hier einmal so eine Kettensäge, auch richtig cool. Und wir haben hier so eine normale Jade-Pickaxe, die sogar zu meinem Trainingsanzug passt. Richtig nice. Und was steht denn da geschrieben? Große Autoauktion in 15 Minuten hinterm Villager-Dorf. Okay, Bro, das hört sich, also ich sag euch ehrlich, das hört sich sehr, sehr gut an. Autoauktion kommt mir eigentlich gerade gelegen, weil ich glaube, bei so einer Auktion kann man die Autos doch deutlich günstiger kaufen, als wenn man die jetzt richtig beim Autohändler kauft. Und vielleicht ist das ja so eine illegale... Was ist denn hier passiert, Freunde? Junge, hier ist die Polizei! Auf der Alpha-Insel ist ein Mord passiert! Oh, okay, okay. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin neu. Ich bin hier neu auf der Insel. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Okay, wo ist denn diese Autoauktion? Vielleicht ist es ja so eine illegale Autoauktion, wo es geklaute Autos gibt. Oh. Und die sind dann auch deutlich... Das Auto geht an Blackjack! Hä? Wie Blackjack? Hä? Yeah, danke schön. Das ist hier dein Auto, Blackjack. Das ist ja ein oller Wohnwagen. Das ist ja übelst der Müllwagen, den du da hast. Nicht dieses Auto. Will ja kauf diese Garage. Welche Garage hat er denn gekauft? Wieso? Nicht diese, nicht diese, auch nicht diese, auch diese. Ja, ich warte. Hä, ich war noch gar nicht da gewesen. Wie können Sie die denn schon verkaufen? Wir haben Termin. Du bist zu spät. Ich hab mal kurz zu
Frage, ist das hier auch eine, ist das legal oder ist das illegal? Weil ich sagen, Polizei, sonst ärgere ich mich Ärger mit dir und deiner Familie. Hey, Ami, komm mal mit kurz. Ja, ich komm. Bro, der verkauft da bestimmt geklaute Autos. Das ist Don Alpha, Mann. Checkst du das? Don Alpha ist... Junge, der hat eine Knarre! Wow! Sag nix über meine Familie, sag nix! Ey, nein, ich sag nix. Ey, Ami, bist du sicher, dass wir irgendwelche Autos ersteigern sollen? Doch, das wird schon fit gehen, Digga. Wir können die ja umtunen, Digga. Du hast eine Werkstatt gehabt, ich hab früher auch eine Werkstatt gehabt, Digga. Die tun wir um, dann merkt das keiner. Ja, gut, aber nicht, dass die Polizei uns einhält. Weil, Freunde, ich hab keinen Bock, bei mir geklaute Autos im Autohaus zu verkaufen. Ich will mir natürlich alles ehrlich verdienen. Und das ist jetzt die erste Garage. Und Blackjack, wie viel hast du denn dafür bezahlt für die Garage? Boah, 20 Stacks. Was? Ich hab den hochgetrieben. Wie 20 Stacks für die erste. Aber ich habe mal eine kurze Frage. Bieten Sie richtig gute Autos an oder eher so billig Autos? Beste Qualität vom besten Land. Guck mal, von Herstellung. Mach mal Land? Auf jetzt. Was? Aus Italien, von meinen italienischen Freunden. Das habe ich gefragt für dieses Auto. Ey, wir haben einfach die erste Auktion verpasst. Mann, und Blackjack hat die bekommen und hat einen fetten Lamborghini ersteigert. Ey, hier muss ja wirklich krasse Autos drin sein. Ey. Hier für die erste Schlüssel, hier bitte schön. Dankeschön. Aber Blackjack, du hast doch nicht mal einen Führerschein, Mann. Ja, pst. Blackjack hat nicht mal einen Führerschein. Keine Papiere nötig, keine Papiere, das ist nur Kauf, mehr nicht. Okay. Ja, gut, dann herzlichen Glückwunsch, Blackjack. Ja, danke schön. Ich hoffe, dass du mit deinem Lamborghini immer sicher fährst. Ja, vielleicht darfst du auch mal fahren. Ja, vielleicht fährst du auch irgendwann mal in der Band. Gewinner Blackjack. Nächste kauf ich. Alter. Was soll das denn? Ente, du darfst nicht mal Auto fahren, Mann. Du bist eine Ente, du kannst gar kein Auto fahren. Natürlich kann ich das. Besser als du. Ich höre nur Quark, 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 Quark. Hey! Lass meinen Kunden in Ruhe. Ja, sorry. Mach mal jetzt hier lieber mit dem Geschäft weiter. Ich will hier die nächste Garage kaufen. Diese Garage ist schöne Garage. Und in dieser Garage ist schöne Auto. Wer will kaufen? Okay, was ist Mindestpreis für diese Garage? Mindestpreis 32. $32, okay, das haben wir auch schon. Ich bin 48! Boah, $48, Ente, du drehst ja komplett durch. 64. Was? Mehr, ich brauch mehr Geld. Nein, Digga, es ist nur einmal eins Garage. In der ersten was Gutes, in der zweiten was Schlechtes drin. Bin raus! Ja, nee, ich bin auch raus. Hier ist Ferrari vielleicht. Ich biete. Du sagst, da ist ein Ferrari drinne? Zwei Stacks. Was? Ja, Mann. Ich zähle auf echte Geld. Was redet ihr? Ich verschwende mein Geld nicht. Das ist frisch aus dem Burger King. Sehr schön, okay, ich bin gespannt. Dein Auto! Ey, ist das Ihr erstes Auto und nicht mal Reifen? Warum lacht ihr? Das ist ein schönes Auto. Motor auch nicht drin, geht nicht an. Was? Das ist für eine Schrottkarre. Ey, das Auto hat nicht mal Reifen. Dafür muss ich erstmal Reifen und alles kaufen. Wie? Und das hat nicht mal einen Motor? Leider nicht. Ey, das ist ja voll das Müllmobil. Ich will mein Geld wieder haben, Don Alpha. Du hast investiert, dein Problem. Du hast gewonnen. Shani hier. Shani, du hast mir leid tust. Hier bitte schon eine Blume. Ist das dein Ernst, Army, oder was? Das bringt mir auch nicht meine 2 Stacks Dollar wieder hier. Ey, das ist so ein Müllauto. Ich kann dein Auto mit meiner Schnellschale noch weiter verbeulen, wenn du willst. Ey, Ente, hör auf damit, sag ich dir, sonst knallt, Junge. Sonst gibt's gleich Ente süß-sauer. Hey! Ja. Oha. Auto hier vom Baujahr 1983. Die gute Qualität. Wir haben so Minus gemacht, Leute. Stoffsitze drin, Klima funktioniert. Ja, super. Machen wir wach, Leute. Ey, ich spiele beim nächsten Safe nicht mit, das wird wieder eine Müllgarage sein, Bro. Nächste Garage, vielleicht hier Ferrari, vielleicht hier Bugatti. Ein Stack Geld. Oha! Ich habe eine Frage, ist denn hier auch eine Möglichkeit, einen Ferrari zu bekommen? Vielleicht, Lamborghini schon weg, Ferrari, Bugatti auch? Ey, überleg mal, wie krass das wäre, wenn in einer dieser Garage noch ein Bugatti drin wäre, Freunde. Oh, ich würde, glaube ich, durchdrehen. Ja, okay, dann mach weiter hier mit der Auktion. Ich biete mit, aber bitte Geld. Mindestpreis 1 Stack. Ein Stack hier, Amir. 2 Stacks. Oh Mann, dann bist du schon mehr wie ich. 80 Stacks? Nein, 80 Dollar. Ach so, ich biete 2 Stacks.
Dann biete ich 3 Stacks! Stani, geh weg von den. Ey, Amir, ich biete 4 Stacks! 4 Stacks! Gute Geld, ich nehme! So, da seid ihr raus, ne? Da seid ihr raus. Jetzt sitze ich hier. Kannst du dein Geld ausgeben? Ja, Bro, Amir, du bist ein Schmalschuh, Bro. Leg dich lieber nicht gegen. 5 Stacks! Niemals! Niem, 1, 2, 3, 4. Ich mach auch. Nee, Leute, ich mach nicht 5, 6, weil da hab ich kein Geld mehr. Da kann ich keine nicht mal für die anderen Garagen mitbieten. Oh, ich bin raus, Junge. Du übertreibst ein bisschen mit deinem Geld hier, Amir. 1, 2, 3, 4, 5. Schöne Geld. Ey, ich hoffe, da ist ein Müllauto drin. Moment. Oh, schön. Da freut sich der Don einfach. Herzlichen Glückwunsch für nächstes Auto! Was zu Amir? Bro, was ist das denn für eine Sparspurkarre? Dafür hast du 5 Stacks bezahlt! Das ist ein Pucati! Pucati! Ey, Digga, ich sag dir ehrlich, so da bin ich ja mit meiner Schrottkarre besser gefahren, wie du mit deinem Auto hier. Ist Amir, das Amir, einen Vorteil hat, dein Auto hat wenigstens Reifen. Ey! Geld ist gut investiert, keine Sorge machen. Naja, also ich sag dir ehrlich, für mich eine Schmalspurkarre. Mal gucken, was hier drauf geboten wird. Ey, jetzt bin ich mal gespannt, die nächste Garage hier. Seid bereit? Ey, ich hab das Gefühl, Don Alpha bietet nur Schmalspurautos an. Ja. Aber ich hab doch ein Lambo. Das erste war nur zum Locken. Das erste war nur zum Locken und Blackjack macht wahrscheinlich da mit, ey. Nein, niemals. Blackjack, steckst du mit Don Alpha unter einer Decke oder was? Nein. Alter, ich sag dir, Blackjack, wenn ich das rauskriege, knallt's. Ich hab einfach mal Glück gehabt. Ja, ja, okay. Digga, die stecken unter einer Decke, safe call. 100%. Gib euch einen Tipp. Hier drin ist eine Ferrari. Ja. Ich weiß, ja. Bro, das ist der älteste Trick. Er macht umgekehrte Psychologie, der Idiot. Deswegen Startpreis. 2 Stacks! Ja. Ich bitte dich, 2 Stacks! Ich mach 3! Weiter! Ich mach 4! Boah, 4, ich kann nicht mitmachen, Leute. Stani, soll mal Hälfte mal zusammen? Nee, da bin ich auch raus. Nee, ich bin raus, Bro, ich bin raus. Ja, dann mach ich 7 Stacks! 7 Stacks! Gib! Wo hast du das ganze Geld her, Amir? 3, 4, 5, 6. Digga, hast du mal nicht das Ikea da hinten gesehen? Siehst du, ja, das ist eine gute Sache, oder was? Wow, Alter. Schön, Geld. Okay, Amir, viel Spaß mit deinem neuen Ferrari. Was? Oh mein Gott! Das war hier wirklich einer! Oh, er hat die Wahrheit gesagt! Mach doch brumm, brumm. Okay, jetzt. Geh dann, Auto. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, fährt der überhaupt noch diese Müllkarre? Die sieht nicht mehr so aus, als würde die fahren, ey. Amir, bitte raus. Die hat kein Benzin, nur die muss gepumpt werden. Amir, ich mach Schlüssel, Amir, ich mach. Ja, er macht da, guck mal, er macht das auch. Oh! Fährt! Oh mein Gott! Danke! Junge! Das ist ey, wie würzig ist das? Junge! Für 7 Stacks gerade mal, ich glaub's nicht, ey. Ey, Don, Alpha hatte echt recht gehabt. Okay, vielleicht ist hier auch noch was Krasses. Ich mach keinen Spaß. Hier drin Bugatti vielleicht. Was? Okay, ich bin 4-6. Ich muss ja was bieten. Startpreis. Ente, komm mal kurz mit beiseite. Ente, ich muss mal kurz mit dir reden. Ja, was denn? Ey, Ente, wehe, du bietest da drauf, ja? Was, wenn ich darauf biete? Hä? Was denn? Ente, ich mach dich platt, Alter. Du wirst quaken die ganze Nacht, Junge. Echt? Ich fahr nicht gleich mit meinem neuen Bugatti auf, wenn ich in der Steigern hab. Okay, Ente, du übertreibst ein bisschen. Mal gucken, ob du mit meinem ganzen Geld, was ich habe, mithalten kannst. So. Mal, ich übertrumpf dich. Don Alpha, starte. Startpreis, 1 Stack. 1. Ich bin drin. Ich mach 2 Stacks draus. Wow, shit. Oh, ich bin raus. Ich bin raus. Ich mach 3 Stacks. Ente, bitte. Ja, Ente. Großklappe. 32. 4 Stacks. Oha. Na, Ente, das ist dir wohl eine Nummer zu groß, wa? Ich weiß nicht, ich hab genau 4 dabei. Ente, ich kann dir auch was leihen, wenn du was brauchst. 4 Stacks und $1. Kann ich mitgehen? Ich nehme. 1, 2, 3, 4,
und einen Dollar. So, viel Spaß mit neuer Bugatti, Bunny. Viel Spaß. So Pippi hab ich nicht gekauft. Willst du mich veräppeln oder was? Das ist Bugatti wieder ein anderes Modell von einem anderen Land. Das ist ein... Willst du... Das hat ja nicht mal Benzin drinne. Ich kann dir geben ein bisschen. Ja, Benzin tankt das voll. Ich will nur gucken, ob das läuft hier. Ich habe ein bisschen Sprit. Ey, Ente, du wusstest doch Bescheid da. Ich wusste gar nichts. Ey, nix wusste Mann. Ich. Ich fahre Ohrmotor geht ein. Ja, wenigstens das erste Auto von dir, was fährt. Oder? Oha, warte ich mal. Nimm den Schlüssel, gib mal den Schlüssel her. Okay, danke. Ich gebe ihn. Gut. Okay. Boah, okay, der geht gut ab, Leute. Hier. Okay, das ist ein gutes Bike, was wir hier bekommen haben, Leute. Ich sage euch ehrlich, das könnte ja ein bisschen so unserer Rumpfahrbike sein. Ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee. Da macht die Auge, war bei meinem fetten Bike hier. Und dann haben wir sogar noch eine Hebebühne bekommen. Oha. Ja? Du sagst, ich mach Auge, guck mal, was für ein Fahrzeug ich habe. Ja, okay, Bro. Guck mal, wir können Soundcheck machen. Nein. Wir machen keinen Soundcheck, Junge. Ihr seid nur neidisch auf meinen coolen Roller, den ich habe. Ich sag mal so, wer braucht 4 Reifen, wenn man 2 Reifen haben kann? So. So, komm, ich habe noch ein Auto. So, hier werde ich jetzt All-In gehen, Leute. Hier werde ich All-In gehen. Ich hab, sehr schöne Auto. Ich habe ja noch Netherite-Barren hier. So. Sehr teuer, sehr schnell. Mehr Tipps kann ich nicht geben. Okay. 2 Stacks. 2 Stacks schon. Okay, das ist ein hoher. Ich bin drin. Wie viel bietet einfach, wie viel Blackjack, wie viel bietest du? Ja, 2 ist ja Startgebot. 2,5. Ich biete 3 Stacks. Wow. Na, Ente, traust du dich noch? 3,5. 4 Stacks. Was? Wirklich gut, Auto, gute Ente, Qualität. Du hast nur 4 Stacks. So, Black. Ey, warum hab ich das gesagt? Ich. Keine Probleme, diese Auto. Biete 4 Stacks und 1 Dollar wieder. Ich nehme. Ente, ich kann dir was leihen. Ey, Blackjack. Hey. Sieh zu, dass du das mit Blackjack, das knallt gewaltig, sag ich dir. Ja, okay. Sonst kriegst du einen Backenflattern, Junge. So, hier Don Alpha, mein Geld. Netherite! Ja! Oh, schöne Ware, ich muss prüfen, ist sie echt? Natürlich ist sie echt! Riecht wie Netherite, schmeckt wie Netherite, richtig groß geworden, neuer Auto! Boah, das ist ein Geländewagen, das ist gar nicht so schlecht, Alter, was lacht ihr denn? Seid ihr doof oder was? Oh mein Gott, die SUV! Da hat der Reifen! Ja. Ja, na und, Alter? Motor auch draußen, aber du kannst neue Motor kaufen, ich hab guten Preis. Ja, ich werde mir auf den Schrottplatz einen Motor besorgen. Von dir, Abzocker, will ich nichts mehr haben, Mann. Du hast mich abgezockt, Don Alpha. Ich hab mein Geld. Tschüss, danke, Freunde. Ey! Ey, lass uns den fertig machen, der hat uns doch abgezockt, Blackjack. Ja, ja, dann komm. Der hat eine Knarre. Schlüssel, Schlüssel, hier noch Schlüssel, alle Schlüssel, ey. Blackjack, ich nehme mal ganz kurz dein Auto, ich leih mir das kurz aus, okay? Ey, Ente, hallo, mach dich auf Big Max, sag ich dir. Oh, Leute, die haben ja so krasse Autos, Junge. Ferrari, Lamborghini. Und ich krieg hier so einen Müll, Junge. Ey, wollt ihr ab. Ey, die haben sich doch besprochen. Die haben mich doch alle abgezogen. Tschüss. Ciao, Stoddy. Let's go, Ente. Ja, Ente, ihr werdet sehen, Junge. Bald werd ich. Ey, guck mal, der fährt nicht mal, der Lamborghini. Ich bin schon der Bus kaputt, Mann. Wie? Junge, ihr könnt ihn mir verkaufen, wenn ihr wollt. Guckt euch mal die Schrottkarre an. Die fährt ja nicht mal. Nimm mit den Haufen. Wie? Ja, wenn der nicht fährt, was will ich damit? Ey, warum? Ente, warum? Ey! Ente, der brennt! Ente! Das ist jetzt Stani sein Problem. Ey, Ente! Der Lambo brennt! Ich nehme mit, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo, wenn die den nicht mehr haben wollen, dann nehme ich den, Leute. Du, der sieht richtig cool aus. Aber ich glaube, wir müssen hier ein neues Getriebe... Ja, der fährt sogar ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen hier mal ein neues Getriebe reinbauen. Ey, Freunde, das ist jetzt einfach hier unser neues... Polizei, ich habe gar nichts gemacht. Mann, nimm den fest, Mann. Ich habe Auto nicht geklaut. Ich habe nichts gemacht. Kriminell bist du, Don Alpha. Diese Auto geklaut. Schnell weg, Leute, schnell weg. Dieses Auto. Oh, die schießt. Oh mein Gott, nein. Oh, hier lag.
oh Gott, Leute, ich muss irgendwie in die Stadt kommen. Oh mein Gott. Junge, wie ist das hier mit diesem Auto zu fahren? Oh mein Gott, Leute. Ey, wir müssen hier auf jeden Fall neues Getriebe einbauen. Schnell einmal ins Autohaus. So, schnell das Auto erstmal sicher reinbringen. Okay, ich muss mal hier die Barrieren gleich auch, Dings hier wechseln. Freunde, ich muss hier unbedingt ein neues Getriebe reinbauen, dass das Auto besser fährt. Nämlich, das kann man natürlich auch machen. Man kann nämlich auch die Autos upgraden. Ey, Blackjack ist so ein Dulli, dass er das nicht nimmt, Junge. Blackjack weiß nicht mal, wie man Lamborghini fährt, Alter. Aber ich sag ehrlich, Junge, der sieht schon echt erstmal krass aus. Also macht schon mal einen guten Eindruck für das Auto aus. Und jetzt werde ich nochmal schnell die anderen Autos besorgen. Hahaha, Alphastein! Don Alpha, wir sehen uns im Knast, Junge! Ich habe die Autos wirklich gekauft, nicht Holt ihn euch! Los, Villager-Polizei! Schnappt ihn euch! Den Verräter, den Abzocker! Ja, Leute, das passiert mit Abzockern hier auf den Alpha-Inseln, wenn die betrügen, ja? Das haben die davon. So, jetzt haben wir hier noch unseren Roller, Leute. Ich muss sagen, der Roller ist auch ziemlich cool und vor allem, ey, der lenkt sich richtig gut. Guck mal, wie gut wir den fahren können. Also der ist schon echt nice, muss ich sagen. Das Ding kann ich auch so ein bisschen Offroad fahren. Guck mal hier, ich fahre mal hier den Berg hoch. Junge, ohne Probleme. Ohne Probleme. Alter, und wie schnell das ist. Damit kann man sich wirklich... Oh Gott. Junge, wie... Junge, guck mal, wie schnell man sich damit bewegen kann. Ey, der ist tausendmal geiler als der Lamborghini, ich sag euch ehrlich. Weil der Lambo, der fährt sich um Längen nicht so gut. Guck mal diesen Roller an. Ey, soll das so ein bisschen unser Firmenauto sein? Damit können wir halt überall schnell hinfahren, ohne Probleme. Und sind richtig gut unterwegs. Ich sage euch ehrlich, das wird mein Firmenauto erstmal werden. Das wird unser Firmenroller für Stani Performance. Nämlich, ich werde natürlich auch mein Autohaus wieder Stani Performance nennen. So, hier haben wir das nächste Auto. Ich guck mal, Freunde. Ich glaube, wir können es nämlich... Ja, guck mal. Wir können es nämlich auch so transportieren. Wir können es einfach so durch die Welt tragen. Das ist ziemlich cool. Ich sag euch, ich finde das Auto auch gar nicht so schlecht. Wir können es natürlich auch umlackieren, dass es erstmal viel cooler aussieht. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen rostig, aber das kriegen wir schon hin. Das können wir halt richtig gut reparieren. Und ich sag euch ehrlich, so für das erste Auto, um damit ein bisschen Profit zu machen, finde ich es auch gar nicht so schlecht. Wir brauchen halt dafür einen Motor und Räder und dann fährt das Ding auch wieder. Also ich bin ganz zufrieden. So, wir werden es mal hier abstellen. Zack, jetzt haben wir es abgestellt. Und ich hatte ja auch in dieser einen Garage hier so eine Dings bekommen, Freunde. Das ist nämlich so eine, ja, da kann ich nämlich die Autos dran bearbeiten. Oh, ich brauche unbedingt ein bisschen Essen, Freunde. Ich habe, guck mal, hier dieses Fleisch macht einfach nur ein Essen weg. Das ist so nervig. Aber egal. Zack. Nämlich, ich will euch jetzt mal zeigen, was ich jetzt mit der Hebebühne machen kann. Oh. Lol, das ist sogar ein Viersitzer. Hö, wie cool ist das denn? Okay, das Auto, glaube ich, können wir echt teuer verkaufen. Hier kann ich nämlich das Auto raufmachen auf die Hebebühne. Ja, und wenn ich jetzt noch Werkzeug hätte, könnte ich halt hier dran am Auto ein bisschen was bearbeiten. Aber weil wir gerade aktuell noch gar kein Werkzeug haben, müssen wir uns erstmal noch Werkzeug besorgen. Und jetzt holen wir auch noch das letzte Auto. Hier haben wir ja noch diesen verrosteten Bus gekauft. Ja, gut. Das ist halt so ein Familienbus, sage ich jetzt mal. Ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Aber ja, kriegen wir bestimmt auch verkauft. Ich denke mal so für gemeinsame Familienausflüge wird das wahrscheinlich auch gar nicht so bad sein, das Auto. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dafür einige Käufer kriegen. Und wenn wir das so ein bisschen upgegradet haben mit neuer Farbe, ein bisschen moderner gemacht haben, getuned haben, wird, wenn wir den auch verkauft bekommen. So, den stelle ich jetzt erstmal hier in die Ecke. Boah, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Hebebühnen. Okay, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, um einen Schrottplatz oder Ähnliches zu finden. Also irgendwo müssen wir das ja finden, wo wir so Ersatzteile finden oder kaufen können. Mal gucken, wie teuer das wird. Problem ist, wir haben nicht mehr so viel Geld. Ich hoffe, es wird jetzt nicht so teuer. Aber mal gucken, wenn nicht, dann muss ich mir wohl noch was aus dem Burger King nehmen. Ich will auf jeden Fall mehr Geld verdienen als Max. Ich habe schon gehört, der macht mit seinem Burger King richtig viel Kohle. So, wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum und gucken uns das hier an. Ey, dieser Roller, ey, der ist so cool. Ohne Spaß, der fährt sich so smooth irgendwie. Okay, hier ist nichts. Vielleicht irgendwie ein bisschen weiter außerhalb wahrscheinlich. Oha, guck mal, da hinten ist Amir sein Haus. Wie krass das aussieht mit dem Ferrari. Ich glaube, ich drehe durch. Hier ist Alphastein sein Haus, Max sein Haus. Boah, ich weiß gar nicht, wem das hier gehört. Das sieht ja auf... Boah, das ist wahrscheinlich Esio sein Haus. Das sieht richtig krank aus. Gut, wo ist denn hier so ein Schrottplatz, Mann? Also hier hinten ist schon mal nichts. Gut, dann fahren wir mal einfach hier weiter lang. Okay, hier ist auch nichts anscheinend. Oh Gott, hier ist ja gar nichts. Oh Gott, Leute, hier ist ja gar nichts, Junge. Hä? Warte mal hier. Oh, okay, hier geht's auch lang. Ey, die Insel ist schon echt groß, muss ich sagen. Ah, guck mal, da oben rennt einer rum. Ach, das ist Esio wahrscheinlich. Junge, Esio, was geht? Hey, was machst du denn hier? Was hast du denn für eine Karre? Bro, ich suche hier gerade so einen Schrotthändler.
Ein Schrotthändler suchen? Ja. Moment mal, ich kenne da so einen richtig krassen. Also, ich habe einmal schon die Begegnung mit ihm gehabt. Wo bist du denn überhaupt? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. So, ich bin direkt hier vor dir. Ach, da oben bist du. Hey, was hast du denn für einen Roller? Ja, den habe ich dir heute gekauft. Geil. Das ist geil, oder? Also, willst du einen Schrotthändler oder was? Ja, ist der hier vielleicht? Okay, dann komm mal mit. Nee, Bro. Ganz falsch. Komm komplett auf der anderen Seite, Junge. Okay. Ja, warte, ich komm mit. Oder kannst du hier raufsteigen? Kannst du mir zeigen? Vielleicht können hier zwei Leute rauf. Ich weiß das gar nicht. Ich muss mal probieren. Nee, funktioniert nicht. Aber du musst hier, guck mal her, du siehst das von hier. Komplett hier geradeaus, wenn du in die Richtung fahren solltest. In die Richtung? Siehst du das? Genau, einfach geradeaus in die Richtung. Okay, danke. Aber pass auf, lass dich nicht abziehen, ciao. Warum soll ich mich abziehen lassen? Oh Gott, Leute, fast ins Wasser gefahren. Vorsichtig. Oha, hier gibt's wirklich so ein... Yo, Freunde, hier gibt's wirklich so einen Schrotthändler. Wie cool ist das denn? Moin, was geht? Moin, mein Kleiner. Willkommen bei Larry Stopp, Schrottplatz hier. Larry, Junge, ich würde gerne, ich brauche für mein Autohaus Study Performance, ich einmal, darf ich mal reingucken in die Kiste? Ja, guck mal rein. Alles oben, das kostet, 5 Geld, ne, pro. Oh mein Gott, Leute, es gibt sogar Diamantmotoren. Ja, Gold kosten aber 5 Stacks pro Ding und Diamanten 100 Stacks, 10 Stacks, so, sorry. Boah, Leute, so viel haben wir nicht. 5 Stacks für einen goldenen Motor und 10 Stacks für einen Diamantmotor. Wie krass ist das denn bitte? Also, wir müssen uns erstmal auf jeden Fall das Günstige holen. Ah, guck mal, es gibt hier sogar Treibstoff, den wir uns besorgen können. Ja, ich würde hier einmal ein bisschen Treibstoff nehmen. Kann ich mir das alles rausnehmen? Wie viele? Ja, hol mal raus. So, 2 hast du. Also, 3. Das sind 15 ja. Dollar, ne? Ja, richtig. $20, okay, ja, $25. Dann, so eine Spraycan, Leute, damit können wir die Autos färben. Wie teuer ist das? Ja, $1. Also, $1, okay, warte. Ja, 32 Dollar. Dann nehme ich 5 Stück, Leute. Dann nehme ich 5 Stück, dann war $30. Ja, okay, Hammer. Dann nehme ich auch so einen Hammer hier mit, auch $5, oder? Der kostet $5. $5 sind wir bei 35. Oh, Reifen brauchen wir auf jeden Fall 8 Stück, Leute. Ein Reifen kostet $1. Ein? Okay, das ist günstig, Leute. Nehmen wir 8 Reifen. Dann sind wir bei 83, ne? Ja, wie, $83 sind wir? Wir sind jetzt bei $43, meinst du? 43, hab ich schon gesagt. Denn hier so ein Werkzeugdings, wie teuer ist das? Auch $5, oder was? Ja. So ein Werkzeugdings brauchen wir, Freunde. Oh, Motor brauchen wir auch noch. Ey, dann sind wir jetzt ja bei $48. Dann nehme ich jetzt noch 2 Motoren raus. Ja, richtig, das, ne? Oh, was ist das hier, Leute? Das ist ein Large Engine, Electric Engine, Small Engine. Flute Pipeline, ich weiß gar nicht, die Workstation. Man holt ja von allem einmal und dann kriegst du für $10. Von allen einmal holen, dann kriegst du $10. Ja, okay, ich kaufe hier von allen nochmal eins. Okay, gucken, was passt. Ja, ich gebe dir jetzt 1 Stack Geld. Passt das oder was? Ja, komm, Erstkunde, das passt. Oh Gott, Leute, wir haben jetzt einfach unser ganzes Geld ausgegeben. Ich hoffe, dass wir damit unsere Autos reparieren. Danke dir, ne? Weißt du, wenn du einen Schrott brauchst, Schrott leere ich immer am Start. Ja, ne? Mann, vielen Dank. Ja, ey, Leute, ich werde hier auf jeden Fall noch einige Autos kaufen. Guck mal, wie cool hier die Autos aussehen. Ich denke mal, da wäre auch was für unser Autohaus mit dabei, die wir dann verkaufen können. Ich hoffe, dass jetzt die Investition gut war und dass wir irgendwie die Sachen irgendwie jetzt verwenden können. Also das wäre echt nice. So, also erstmal ab, schnell zurück zu Stani Performance und dann werden wir das gerade mal ausprobieren. So, lalalala. Ey, das Bike ist so geil. Ey, wir sind so schnell unterwegs. Ich liebe das Teil jetzt schon. Okay, also wir nehmen jetzt erstmal hier diesen Schraubschlüssel in die Hand. Werden wir jetzt mal probieren, dass wir das Auto irgendwie... falsch, Leute. Warte, dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich hier das Auto... guck mal, jetzt haben wir hier so quasi so ein Menü, wo wir jetzt zum Beispiel Reifen rauf... Oha... Junge, wir brauchen ja nur ein paar Reifen fürs Auto. Wie geil ist das denn? Wir haben jetzt hier einfach Reifen raufgebaut. Und jetzt können wir hier noch einen Motor reinsetzen. Und ich gucke mal, ob wir hier so einen großen Motor reinsetzen können. Hier so einen Large Engine. Yo, das geht sogar, Leute. Wie geil ist das denn? Ah, Leute, wir haben für dieses Spraycan noch keine Farbe. Okay, dann können wir das Auto noch nicht besprühen. Da muss ich mir halt echt noch Farbe besorgen. Und dann können wir sogar das Auto umfärben. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob es überhaupt funktioniert und fährt, Leute. Der Motor ist schon mal an. Das Ding ist gerade, wir haben keinen Sprit auf das Auto. Deswegen werde ich es jetzt erstmal hier hinstellen. Bumm. Und wir werden es natürlich tanken. Nämlich hier habe ich noch so ein Dingsteil hier. So, und dann werden wir das Ding mal tanken, Freunde. Hier ist der Tankstutzen.
Und jetzt seht ihr, da unten geht der Tank raus und bumm, Auto ist vollgetankt, Tank ist leer. Den Kanister werden wir natürlich behalten, da ist jetzt kein Benzin mehr drin, aber wir können uns natürlich auch neues Benzin besorgen. Gut, jetzt werde ich mich mal hier reinsetzen. Oh mein Gott. Yo! Junge, der fährt richtig gut, Leute. Und guck mal, wie schnell der ist. Und überlegt mal, wir bauen hier einen Diamantmotor rein. Ey, wie heftig wäre das? Ey, der fährt sich richtig geil. Ey, ich sage euch wirklich, Leute, das Auto fährt sich ja noch geiler als das Bike. Junge, das ist auch, man kann das so gut steuern. Und das ist halt so ein Geländewagen, wo vier Leute mitfahren können. Ich glaube, ich drehe durch. Was sagt ihr, was sollen wir als unser Firmenwagen machen? Entweder das Bike oder... Ich glaube, ich nehme das Auto hier. Diesen Offroader. Das ist so eine kleine G-Klasse auf Wish bestellt. Aber ey, überleg mal, wenn wir das noch umlackiert haben, wie geil das aussehen wird. Feier ich übelst. Und wenn wir da noch einen großen Motor reinbauen... Also ich werde auf jeden Fall so viel Geld sparen, dass wir uns den Diamantmotor leisten können. Zu 100%. Ich finde auch, der sieht gar nicht so schlecht aus. Klar, der Ferrari und so ist vielleicht ein bisschen besser, aber... Ja, überleg mal, in diesem Auto hier, in diesem Bus, Leute, können sogar 6 Leute mitfahren. Wie krass das eigentlich ist. Okay, hier werden wir auch neue Reifen ranbauen. Und natürlich hier den Large-Motor einmal. Haben wir rangebaut, können wir Auto wieder runternehmen. Sehr gut. Und dann werden wir hier auch einmal Benzin nachfüllen. Zack, einmal Benzin rein. Bum, 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 mach einmal voll die Gurke. So, Gurke ist voll, Freunde. Stani Performance hat jetzt 3 Autos. Obwohl, der Lamborghini fährt halt echt am schlechtesten. Den müssen wir noch ein bisschen upgraden. Aber das machen wir später. Yo! Ja, okay, der Bus ist echt schon... Ja, ist halt ein Bus, Leute, ne? Was soll ich sagen? Yo, Alfie, was geht? Alfie? Was geht? Ich höre dich nicht. Stani! Ja, komm mal mit rein, Alfie. Ich muss dir was zeigen. Wir müssen reden, Bro. Oh, nee. Was ist der denn jetzt, Leute? Ey, einfach 2 Autos hier im Autohaus. Du siehst, was ich in der Hand hab, Stirn. Ich mein's ernst, mein. Was denn? Siehst du, was ist das, ein Baseballschläger oder was? Hey, 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 Alfie, beruhig dich. Du weißt, ich hab dir Geld gegeben, damit ich mit dir Geld verdienen kann. Du hast hier ein Lambo. Wo ist mein Anteil? Ja, Alfie, den Lambo habe ich doch für dich besorgt. Du hast gesagt 50%. Ach, der Lambo ist für mich, oder was? Ja, natürlich, der Lambo ist für dich. Ja, na gut. Bist du damit erstmal zufrieden? Damit bin ich komplett zufrieden. Damit hau ich hier ab. Gut, okay, viel Spaß, Alfie. Aber sonst läuft der Lan ja, das sieht schön aus, oder? Ich baue noch gerade aus. Ich bin hier gerade am Upgraden. Siehst du, ich habe schon 2 Autos. Das wird alles noch. Schön, schön. Also versuche jetzt zu verkaufen, weil wir brauchen hier langsam mehr Geld, denn ich kriege 50%. Ja, beruhig dich. Ich bin doch gerade mal hier am Aufbau. Bleib mal ganz locker. Und Lambo fahre ich jetzt erstmal weg. Danke für den Lambo. Tschüss. Leute, okay. Guck mal, da kann ich mal mit dem Lambo fahren, Leute, weil der so Müll ist. Jubel. Der Lambo ist richtig Müll. Alter, du siehst richtig cool im Lambo aus. Let's go. Danke, Stani, du auch. Ey, Freunde, ich sag euch, wenigstens Alpha-Stein jetzt ruhig gestellt. Soll er ruhig mit dieser Müllkarre fahren, die man eh nicht lenken kann. Da fahre ich lieber hier so ein Auto, was nicht so cool aussieht, aber was halt auch wirklich praktisch ist, weil man damit halt viel, viel weiter fahren kann und auch sich deutlich schneller durch die Stadt bewegt und halt man auch viel genauer lenken kann. Und hier können 6 Leute sogar mitfahren im Bus, weil guck mal, ich kann mich sogar ganz hinten hinsetzen, ey. Überleg mal, wir machen so eine Tour mit YouTubern, 6 Leute. Freunde, das sind meine ersten Autos fürs Auto aus Stani Performance. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Deswegen lasst ihr jetzt ein Like und ein Abo da, checkt hier jetzt die nächste Folge ab. Das war's gewesen. Tschüss.